Titanic mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet ist der erfolgreichste Liebesfilm aller Zeiten. Es geht um Jack und Rose und um die Titanic. Und da sind wir schon mittendrin in Karma und Liebe. Rose will sich umbringen und ist schon auf der Reling. Jack hält sie davon ab. Sie werden ein Liebespaar. Doch die Titanic versinkt. Jack ertrinkt. Und im Abspann singt Celine Dion My Heart Will Go On. Das ist die große Frage. Was passiert mit der Liebe nach dem Tod? Die Titanic erzählt eine berührende Liebesgeschichte. Von Karma erzählt sie nichts. Das Karma der Liebe, das wurde von Rudolf Steiner erklärt. Hier sieht man ihn, er lebte 1861 bis 1925, ist also jetzt schon fast 100 Jahre tot. Er konnte denken. Er konnte die Welt mit Sinnen wahrnehmen, wie wir alle, und er konnte die geistige Welt sehen. Und weil ich das nicht kann, und weil das, was ich hier erkläre, auf den Worten Rudolf Steiners basiert, gibt es im Anhang ein PDF mit den Originalworten Steiners zu den einzelnen Folien. Link unter dem Video. Das Karma der Liebe. Um was geht es da heute? Nun, es geht um die Folgen der Liebe im nächsten Leben und im übernächsten Leben. Es geht darum, wie Karma funktioniert und natürlich, was Liebe eigentlich ist, also karmisch gesehen. Das Zuhören lohnt sich, denn man kann das gewonnene Wissen einsetzen für eine wirksame Lebensplanung. Die Karma-Gesetze sind extrem wichtig und sie sind auch extrem gefährlich, nämlich dann, wenn man sie falsch einsetzt. Wenn man sie falsch einsetzt, dann kann das fatale Folgen haben. Zum einen gucken wir die Folgen eines falsch verstandenen Karma-Gesetzes an, das dann natürlich zum falschen Urteil führt. Und damit kommt schlicht Unwahrheit in die Welt. Es kann aber nicht nur ein falsches Urteil, sondern eine falsche Handlung daraus resultieren. Und das kann bedeuten Unglück für andere oder Unglück für einen selber. Nun also zum Karma der Liebe in der Darstellung Rudolf Steiners. Die Bedeutung der Karma-Gesetze soll vorher anhand der Bedeutung der Gesetze der Physik erklärt werden, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Wir schreiben das Jahr 1687 und da erscheint dieses Buch her: Axiomata sive leges motus, auf Deutsch Axiome oder Gesetze der Bewegung, von einem gewissen Isaac Newton geschrieben. Und die hier beschriebenen Gesetze sind zum Fundament der Physik geworden. Alles auf der Erde steht unter ihrer Macht. Und das ganze Sonnensystem steht unter ihrer Macht. Das heißt, alle Bewegungen der Planeten und der Raketen und der Satelliten natürlich. Auch Jesus Christus hat sich ihnen unterworfen. Da kann man sagen, was, Jesus Christus folgt den Gesetzen Newtons? Das gucken wir an. In der Bibel steht es ja. Der Teufel stellt ihn auf das Dach des Tempels. Und dann sagt der Teufel: Wenn du Gottes Sohn bist, stürze dich hinab. Denn es steht ja in der Bibel geschrieben, seinen Engeln befiehlt er, dich auf Händen zu tragen. Und da antwortet Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und nun folgt er den Gesetzen Newtons. Denn nach Newtons Gesetz würde er auf dem Boden zerschmettern und er springt eben nicht. Wer hat die Macht, solche Gesetze zu schreiben, um ihnen alles zu unterwerfen, sogar die unschuldige Schnecke im Garten? Dazu schauen wir an, wie eines der Gesetze entstanden ist. Da sehen wir den Baum und unter dem hat Newton gelegen und der hat was beobachtet. Der Apfel fällt vom Baum. Und dann hat er noch was beobachtet. Der Apfel fällt immer schneller. Und dann hat er sich gedacht, es gibt etwas, das macht, dass der Apfel schneller fällt. Das ist offensichtlich eine Kraft, die das bewirkt. Und diese Kraft nenne ich Gravitation. Und dann hat er sich ans Rechnen gemacht und da ist folgende Gleichung rausgekommen: Fg, also Force of Gravitation, ist gleich g, Gravitation, Masse 1, Masse 2, Radius. Englische Worte, ziemlich ähnlich. Einfacher Satz eigentlich. Und wenn wir das genau angucken, dann sehen wir, Fg ist die Gravitationskraft, g ist eine Konstante, eben die Gravitationskonstante, m1 die Masse des Apfels, m2 die Masse der Erde und r der Radius, also der Abstand zwischen Apfel und Erde. Und das hat jetzt Folgen.
Wenn ein Mann aus dem Fenster tritt, dann wird er gemäß diesem Gesetz zur Erde fallen. Und zwar egal, wie schwer er ist, egal, wie fromm er ist, egal, wie böse er ist und egal, wie sehr er sich vorstellt, dass er fliegen kann. Aber das Flugzeug, ja, auf das wirkt doch auch die Gravitationskraft. Ja, gilt für das Flugzeug Newtons Gesetz nicht? Nun, da gibt es mehrere Kräfte. Da gibt es ja noch die Schubkraft. Die kommt zustande durch Propeller oder eben Triebwerk. Dann gibt es das, was das Flugzeug bremst, der Luftwiderstand, der wirkt natürlich in die andere Richtung wie die Schubkraft. Und schließlich der Auftrieb. Der Auftrieb, der hält das Flugzeug in der Luft. Und zwar deswegen, weil die Luft oberhalb der Flügel schneller fließt als unterhalb der Flügel. Ja, aber die Hummel, berühmtes Beispiel aus esoterischen Kreisen, ja, die hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche bei 1,2 Gramm Gewicht. Die Gesetze der Aerodynamik verbieten es ihr zu fliegen, aber die Hummel weiß das nicht und fliegt einfach. Nun, wo liegt das Missverständnis? Die Hummel fliegt nicht wie ein Flugzeug, sondern sie fliegt wie ein Helikopter. Da sind ganz andere Kräfteverhältnisse. Ihre Flügel rotieren 200 Mal pro Sekunde und ein spezielles Gelenk erlaubt, die Flügel abzuknicken und so kann sie noch größere Lasten heben. Erklär das mal durch Zufall, Mutation und Selektion. Nun, warum ist eigentlich die Entwicklung eines Verkehrsflugzeuges so teuer? Die kostet 4 Milliarden Dollar. Ja, das ist doch eigentlich unverständlich. Denn die Verkehrsflugzeuge sehen doch alle gleich aus. So gleich sogar, dass ich die verschiedenen gar nicht voneinander unterscheiden kann, wenn ich sie oben am Himmel fliegen sehe. Und dann kann man sagen, wenn schon die Entwicklung eines Verkehrsflugzeuges so komplex ist, wie komplex ist dann erst die Entwicklung des individuellen Karmas? Das ist das Wichtige. Sätze wie, das Flugzeug fliegt trotz Gravitationsgesetz oder die Hummel fliegt entgegen allen Fluggesetzen. Das sind keine Aussagen über die Gesetze der Physik. Es sind Aussagen über Intelligenz und Wissen des Sprechers. Und noch ein Wort der Warnung, ehe wir das Karma der Liebe erklären. Dieses Wort der Warnung kommt von den Herren Dunning und Kruger und die haben sich angeguckt, wie eigentlich die Einschätzung der eigenen Kompetenz mit dem Wissen über eine Sache zusammenhängt. Und da haben sie gefunden, wenn ich nichts über eine Sache weiß, dann wähne ich mich auf dem Berg der Weisheit. Ich weiß alles über die Sache. Und dann lerne ich etwas über die Sache. Und nun stürze ich ins Tal der Verzweiflung, weil ich merke, wie wenig, nahezu nichts ich von der Sache weiß und wie unendlich viel ich wissen müsste. Doch dann lerne ich weiter und schließlich erlange ich ein nachhaltiges Wissen. Und das haben sie in eine schöne Kurve gepackt und da haben sie gesagt, unten auf der X-Achse sehen wir das Wissen über die Sache. Wenn es gering ist, dann bin ich ganz oben. Und wenn es ein bisschen steigt, bin ich ganz unten und dann rappel ich mich langsam hoch, bis ich ein angemessenes Wissen erhalten habe, eine angemessene Kompetenz mir damit zuschreibe. Die Kompetenz haben wir auf der Y-Achse links. Am Anfang, wenn ich nichts weiß, halte ich mich für unglaublich kompetent über die Sache. Und wenn ich dann nachher sehr viel weiß, dann halte ich mich für angemessen kompetent. Und man muss es ja nicht so weit treiben wie dieser Herr hier, das ist Sokrates. Der wusste zu seiner Zeit sicherlich am meisten über die Dinge der Welt und er hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Nun haben einige Menschen das Wort Einschätzung der Selbstkompetenz durch das einzige Wort Selbstvertrauen ersetzt und gesagt, okay, diese Kurve zeigt das Verhältnis von Selbstvertrauen und Wissen. Und da, wo das Männchen drauf steht, das sagen sie, da stehst du also auf dem Gipfel des Selbstvertrauens und stehst gleichzeitig auf dem Gipfel des Berges der Dummheit. Im Folgenden beschreibe ich einige Gesetze des Karma. Rudolf Steiner hat sie gefunden wie Isaac Newton die Gravitationsgesetze durch Beobachtung und Denken in der geistigen Welt. Die geistige Welt ist erheblich komplexer als die klassische Physik. Und deswegen sollte niemand karmische Gründe für ein individuelles Leben suchen und niemand sollte karmische Vorhersagen für ein individuelles Leben machen.
sonst ist er kurz bei Dunning-Kruger. Die große Frage ist, was ist Karma eigentlich, in dem Sinne, in dem Rudolf Steiner das Wort verwendet? Und er sagt, Karma ist dasjenige, was in dem einen Leben die Ursache ist und seine Wirkung im nächsten Leben hat. Und nun das Karma der Liebe. Natürlich weiß jeder, was Liebe ist, aber wir gehen hier auf Nummer sicher. Wir wollen die Liebe näher ergründen, bevor wir zum Karma der Liebe kommen. Und nun wissen wir, Liebe hat ja mit Schenken zu tun. Und darum beginnen wir mit dem Schenken. Ich kann schenken aus Egoismus. Und dann kann ich mich fragen, was ist Egoismus eigentlich genau? Die Frage hat Rudolf Steiner beantwortet. Er hat nämlich gesagt, Egoismus hat das Ziel, individuelle Glückseligkeit zu erreichen oder auch die größte Summe eigener Lust zu bewirken. Das Streben nach Glückseligkeit steht nicht gerade in der Declaration of Independence aus dem Jahre 1776. Da steht bescheidenerweise nur etwas über das Streben nach Glück. Wie gesagt, in der Unabhängigkeitserklärung der USA ist das Streben nach Glück festgehalten. Da steht nämlich, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Also das Streben nach Glück. Das bedeutet, Egoismus ist festgelegt in der Gründungsurkunde der USA. Und es geht noch weiter. Wir bleiben im Jahr 1776 und der Herr hier ist Adam Smith, die Fahne ist die britische Fahne und der hat ein Buch geschrieben, das ist erschienen 1776, The Wealth of Nations, vom Wohlstand der Nation. Und da sagt er, der Wohlstand der Nation folgt aus dem Egoismus des Einzelnen. Auf Englisch, the individual need to fulfill self-interest results in societal benefit. Wir haben jetzt gesehen, Schenken aus Egoismus hat das Ziel, individuelle Glückseligkeit zu erreichen und die größte Summe eigener Lust zu bewirken. Und jetzt nehmen wir noch ein Wort Goethes. Der hat nämlich gesagt, Gabe schielt nach Gegengabe. Und was kann das sein? Ich schenke etwas, damit der andere mir dann etwas Gutes tut. Im einfachsten Fall mir dann morgen was anderes schenkt, mir was schenkt. Damit das Glück des anderen auf mich zurückstrahlt. Damit der andere mir nichts Schlechtes tut. Damit Gott mich mit Reichtum belohnt. Damit ich sicher in den Himmel komme. Damit ich von Übeln erlöst werde. Das ist alles Schenken aus Egoismus. Und diese gelb unterlegten Gründe hier, die nennt man auch Klugheitsmoral. Dann gibt es Schenken aus sittlicher Unterwerfung. Nämlich weil Gott es will, oder der Staat, oder die Kirche, oder die gesellschaftliche Sitte, oder das Familienoberhaupt, oder auch die innere Stimme. Da ist wichtig, dass ich den Grund dahinter nicht kenne, warum ich mich dem unterwerfe. Schließlich gibt es Schenken aus sittlicher Einsicht. Man ahnt, was kommt, weil durch das Schenken das größtmögliche Wohl der Gesamtmenschheit erreicht wird zum Beispiel oder der Kulturfortschritt weiter voranschreitet. Das heißt, hier kenne ich den Grund dahinter und was eigentlich passiert ist, ich setze einen quasi Maßstab der Moral und ich handle nur dann, wenn mein Handeln in diesem Maßstab der Moral für gut oder schlecht befunden wird. Und schließlich gibt es Schenken aus Liebe. Was ist das? Schenken aus Liebe heißt Schenken ohne Erwartung, dass jemals etwas zurückkommt. Ich muss da eine Pause machen, dass man das sicher verdauen kann. Schenken aus Liebe heißt Schenken ohne Erwartung, dass jemals etwas zurückkommt. Und Liebe, das kann natürlich Geschlechtsliebe sein. Die Engländer nennen das Romantic Love. Oder Liebe zum Kind, zum Freund, zu einem Werk oder zu irgendetwas, was oben noch nicht erwähnt ist. Das Wichtige ist, schenken ohne Erwartung, dass jemals etwas zurückkommt. Und zwar als freie Tat des freien Ich,
nämlich nicht aus sittlicher Unterwerfung und nicht aus sittlicher Einsicht, sondern aus Freiheit heraus, nicht weil man muss. Sehen wir, Liebe ist eine freie Tat des freien Ichs. Und jetzt ist die große Frage, was hat der Mensch mit dem Ich zu tun? Nun, die Bestandteile des Menschen gemäß Rudolf Steiner sind der physische Leib, der Lebensleib, der Astralleib und das Ich. Hier sind wir beim Ich. Und dieses Ich, das zieht von Inkarnation zu Inkarnation. Und jetzt steht es vor der Geburt, also vor der nächsten Inkarnation und fragt sich, wo bekomme ich nun physischen Leib, Lebensleib und Astralleib? Die Antwort, also in extremer Kürze, den physischen Leib, den bekomme ich aus dem Vererbungsstrom, also von Vater, Mutter, Großvater, Großmutter und so weiter zurück, aus dem Vererbungsstrom. Den Lebensleib, den ziehe ich mir vor der Geburt aus dem Weltenäther zusammen. Lebensleib nennt er ja auch Ätherleib, weil der aus dieser großen Lebenskraft im Weltenäther eben besteht. Und den Astralleib, der enthält die Erlebnisse zwischen Tod und neuer Geburt. Und die beeinflussen das neue Leben. Das sehen wir jetzt abstrakt dargestellt. Da hier bin ich und hier sind die Mitmenschen, auf denen ich eine Wirkung in irgendeiner Form ausübe. Nun tue ich meinen Mitmenschen Gutes oder Schlechtes. Und nach dem Tod bin wieder ich da, da sind meine Mitmenschen und meine Taten kommen gespiegelt von meinen Mitmenschen nach dem Tod zu mir zurück. Und aus diesen Spiegelbildern bilde ich mir dann meinen neuen Astralleib. Und zwar im letzten Drittel dieses Lebens zwischen Tod und neuer Geburt. Dann kommt Leben Nummer 2 und in dieses Leben gehe ich nun mit dem so geschaffenen Astralleib. Und dieser Astralleib, das ist ja das Seelische, das Gefühlsmäßige, das mich zu anderen Menschen hinzieht, gefühlsmäßig, oder dass ich mich gefühlsmäßig von anderen Menschen eher abgestoßen fühle, sie vermeide. Und wichtig ist, Rudolf Steiner sagt, dass die Leute, mit denen ich im letzten Leben zusammen war, die sind auch in diesem Leben wieder mit mir zusammen inkarniert. Das ist wie so eine Schulklasse, die von der ersten Klasse zur zweiten Klasse zur dritten Klasse zieht, vom ersten Leben zum zweiten Leben zum dritten Leben. Nochmal in Worten erklärt, in Leben 1 tue ich Dinge von Liebe getragen, durchwärmt von Liebe und nach dem Tod spiegelt sich das in den Seelen und kommt auf mich zurück als Spiegelbild. Im neuen Leben, dann in Leben 2, da hat sich die Liebe aus Leben 1 verwandelt und kommt auf mich zurück als Freude. Das bedeutet, Liebe in Leben 1 verwandelt sich in Freude, die auf mich zukommt, in Leben 2. Gute Sache. Und was bedeutet Freude genau? Rudolf Steiner sagt, Freude, insbesondere wenn sie von Menschen kommt, dann wärmt sie das Leben, dann trägt sie das Leben, dann gibt sie dem Leben Schwingen. Und wenn Freude uns innerlich erwärmt, dann strahlen wir das natürlich nach außen aus. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen. Was heißt das in Leben 2? Da bin ich und da sind meine Mitmenschen. Und nun strahle ich wärmende Freude aus. Nach dem Tod, da bin ich, meine Mitmenschen, kommt die Freude gespiegelt zu mir zurück. Daraus bilde ich mir meinen neuen Astralleib und in Leben Nummer 3, im neuen Leben, beeinflusst dieser Astralleib mein Leben. Ich habe nämlich Verständnis für Menschen und Welt. Das heißt, in Leben 2 bin ich voll Freude, innerlich durchwärmt und strahle nach außen. Nach dem Tod spiegelt es in Seelen, kommt auf mich zurück als Spiegelbild. Und in Leben 3 wird die Freude aus Leben 2 zurückkommen zu mir als Verständnis für Welt und Mitmenschen. Das heißt, Freude in Leben 2 verwandelt sich in Verständnis in Leben 3. Was bedeutet Verständnis nun in den Worten Rudolf Steiners? Ein offenes, freies Herz. Das bringt uns die Welt nahe. Es gibt uns den freien, einsichtsvollen Sinn für alles Schöne, alles Wahre und alles Gute. Nun, wenn wir über Liebe reden, dann müssen wir über die USA reden und über Deutschland. Warum?
Nun, wir schauen die USA an. Das ist das Land des Kapitalismus. Da gibt es wenig Arbeitslosenhilfe und eine miserable Krankenversicherung. In Deutschland stehen die Dinge erheblich besser. Da haben wir soziale Marktwirtschaft. Da haben wir Bürgergeld und eine gute Krankensicherung für alle. Da sieht man in der Sorge für die Mitmenschen, da bläht sich dem Bürger Deutschlands und ähnlicher Länder doch das Herz. Denn in dem bösen Amerika, da sind die Armen, die Arbeitslosen auf Spenden angewiesen, dass sie überhaupt überleben können, über die Runden kommen. In Deutschland hingegen sind sie gesichert durch Steuern und Sozialabgaben. Und jetzt schauen wir das mal mit angesichts der Worte Rudolf Steiners an. Spenden. Was sind denn Spenden? Spenden sind Taten, die ich gebe und nichts dafür zurückbekomme. Das ist das Wesen der Spende. Das heißt, das sind Taten aus Liebe. Und Steuern und Sozialabgaben, das muss ich speziell für Deutschland nicht weiter ausführen, das sind Pflichtabgaben. Und ich zahle nicht nur die Steuern aus Pflicht, das Geld gebe ich dem Staat, weil ich muss. Auch der Staat, der das den Armen weitergibt oder den Armen Kleider, was auch immer, zukommen lässt, das tut ja der staatliche Angestellte nicht aus Liebe, sondern aus Pflicht. Das steht in seinem, in der Schweiz heißt das Pflichtenheft. Das ist eine Jobbeschreibung, das muss er tun. Damit kann man sagen, mindestens in dieser Hinsicht gibt es in den USA erheblich mehr Liebe als in Deutschland. Und Liebe, Taten aus Liebe, die haben natürlich karmische Folgen. Und Taten aus Pflicht, die haben auch karmische Folgen. So haben wir also die karmischen Folgen der Liebe behandelt. Wir haben auf die Pflicht hingewiesen und fragen uns, ja, woher kommt denn das deutsche Pflichtbewusstsein? Und was sind die karmischen Folgen der Pflicht? Und jetzt kann man noch einen Schritt weiter fragen und sagen, ja, und das Gegenteil von Liebe, Hass? Was sind die karmischen Folgen des Hasses? Nun, das ist ein Thema eines weiteren Videos und die Antworten, die gibt es hier für Mitglieder von Rudolf Steiner exklusiv erzählt. Und hier in einem PDF, das ich gleich näher erklären werde. Da muss man kein Mitglied von irgendwas sein. Was heißt Mitgliedschaft für Rudolf Steiner exklusiv erzählt? Da gibt es das komplette Video, das diese Fragen beantwortet, mit den Originalworten Steiners und den Quellenangaben zu allen Folien als PDF. Und monatlich gibt es für Mitglieder mindestens 2 neue Videos. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar und kostet monatlich 4,90 Euro. Man kann das ganze komplette Material auch als PDF bekommen, mit Originalworten und Quellenangaben und einen Link zum kompletten Video, das alle Fragen beantwortet, also die beiden nach oben von Pflicht und Hass. Einmalig für 7,90 Euro. Links jeweils unter dem Video. Wer sich mehr für die geistige Welt interessiert und das mehr in Romanform kennenlernen will, ich habe ein Buch geschrieben über den Eintritt in die geistige Welt, über den Kampf mit dem Bösen, basierend auf Angaben Rudolf Steiners, aber eben als Roman, als Science Fiction. Das wird auf Amazon mit 4,3 Sternen von 5 bewertet und fungiert unter Thriller über Religion. Link unter dem Video. Und wer sich fragt, ja, ich und Mensch, wer bin ich über meinen Körper hinaus? Kann ich mich als Geistwesen, das ich ja bin, das von Inkarnation zu Inkarnation geht, auch erfahren? Nicht nur dieses abstrakte intellektuelle Wissen. Nun, für das führe ich ein Präsenzseminar durch. Das geht 1,5 Tage und ist natürlich basierend auf den Angaben Rudolf Steiners. Link unter dem Video. Schließlich die Frage, ja, wie geht das Leben nach dem Tod genau? Das habe ich ebenfalls in einem Buch beschrieben, als nicht Roman. Das ist so quasi die Erzählung des Bernard de Clairvaux, das heißt Mein Leben nach dem Tod. Bernhard von Clairvaux berichtet als Tagebuch. Es beginnt am Tag seines Todes, 1153, und endet 50 Jahre später. Link unter dem Video.